In diesem Video wird gezeigt, wie man aufgezeichnete Tracks von einem Navigationsgerät in Track of the Day importiert und in animierte Videos umwandelt. Viel Spaß! Viele Apps und Navigationsgeräte können Tracks aufzeichnen. Ein Vorteil vieler Garmin-Geräte ist dabei, dass man diese Aufzeichnung nicht explizit starten muss und sie auch ohne aktive Route funktioniert. Man fährt einfach los und alles, wo man war, wird automatisch gespeichert. Aufgezeichnete Tracks kann man ganz einfach in Track of the Day importieren. Dabei werden alle Tracks automatisch nach Tagen sortiert. Und wer es noch nicht weiß, wegen dieser Funktion heißt diese Anwendung Track of the Day. Beginnen wir mit einem kleinen Beispiel. Ich habe ein Jahr in Sizilien gelebt und diese Insel dabei intensiv mit meinem Motorrad erkundet. Hier sehen wir nun einige Bilder aus der Zeit, in der ich in der Nähe des Ätna gewohnt habe. Dieser mehr als 3000 Meter hohe Vulkan prägt nicht nur das Leben der Menschen, er überragt auch alle anderen Berge der Umgebung und ist dadurch sehr präsent. Man sieht ihn häufig schon aus weiter Ferne, wie bei diesen Aufnahmen. Weil der Winter so kalt und der Sommer so unglaublich heiß war, habe ich Sizilien im Herbst wieder verlassen. Nach einer kurzen Stippvisite in Agrigento habe ich die Fähre bei Messina genommen und ans Festland übergesetzt. Es ging weiter bis nach Rom und mit einer Fähre über das Mittelmeer nach Barcelona. Von dort hat mich meine Reise im Zickzack durch den Süden Spaniens bis nach Andalusien geführt. Beim Enduropark Andalusia habe ich Axel Papst und seine Freunde besucht. Ich konnte beim Verladen der Motorräder helfen und wir haben einige sehr schöne Tage zusammen verbracht. Danach ging es weiter mit der Fähre nach Lanzarote. Die Überfahrt dauerte 30 Stunden und ich war am nächsten Tag in Arrecife. Schauen wir uns nun an, wie man eine solche Animation mit Track of the Day erstellt. Hier sehen wir die Tracks, die ich bei meinem Umzug von Sizilien nach Lanzarote aufgezeichnet habe. Meine Route enthielt drei Passagen mit Fähren, die ich nicht aufzeichnen konnte. Daher habe ich die fehlenden Abschnitte als Route geplant und danach in Tracks konvertiert, damit alles lückenlos ist. In Andalusien habe ich mehrere Tage in einem Hotel gewohnt und mir die wunderbare Landschaft näher angeschaut. Die Tracks dieser Rundtouren habe ich für dieses Video gelöscht, da hier nur mein Umzug von Sizilien nach Lanzarote gezeigt werden soll. Für die Animation wird ein zusammenhängender Track benötigt. Dieser kann ganz einfach mit der Funktion Tracks Mergen erstellt werden. Wie das funktioniert, sehen wir hier. Um ein Video zu erstellen, selektiert man einen Track oder eine Route und drückt die Funktionstaste F5 oder klickt auf den Button mit dem Kamerasymbol. Für die Animation eines Tracks oder einer Route in einer MP4-Datei wird die kostenlose Software FFmpeg benötigt. Diese wird automatisch heruntergeladen, falls sie noch nicht vorhanden ist. Jetzt öffnet sich der Dialog für die Videooption. Hier kann man nun allerlei Einstellungen vornehmen. Details zu den Einstellungen findet man in der Online-Hilfe. Für dieses Beispiel aktiviere ich das virtuelle Cockpit, das Distanz, Himmelsrichtung, Fahrzeit, Tempo und die Höhe über dem Meer visualisieren kann. Ich wähle nun die wunderschöne Karte von National Geographic aus und starte die Videoerstellung. Die Route wird nun schrittweise dargestellt. Nach jedem Schritt wird ein Screenshot erstellt und im Benutzerprofil von Track of the Day gespeichert. Ist die Animation des Tracks vollständig, werden die Screenshots zu einer MP4-Datei zusammengeführt.
Nachdem FFmpeg seine Arbeit erledigt hat, wird das fertige Video angezeigt und kann abgespielt und exportiert werden. Nun sehen wir einige Varianten dieses sehr langen Tracks mit unterschiedlichen Karten und deaktiviertem Cockpit. Auch Ausschnitte dieser Route kann man ganz einfach animieren, indem man die Vollbildoption deaktiviert. Wie das funktioniert, sehen wir hier. Alle GPS-Satelliten verwenden die gleiche Uhrzeit, und zwar UTC, also UTC. Daher sind die Zeitstempel aufgezeichneter Tracks ebenfalls in UTC und stimmen nur selten mit der lokalen Zeit überein. Man kann dies ganz einfach korrigieren. Dazu öffnet man den Track-Editor, selektiert den ersten Trackpunkt und korrigiert die Uhrzeit. In diesem Beispiel startet der Track bei UTC plus 1. Nachdem man die Änderung bestätigt hat, werden alle Zeitstempel des Tracks aktualisiert. In den animierten Videos wird nun die korrekte Uhrzeit angezeigt. Schauen wir uns nun das virtuelle Cockpit näher an. Ich selektiere dafür einen Track, den ich in den letzten Tagen auf Lanzarote bei einer Tour mit meinen Freunden aufgezeichnet habe. Jetzt aktiviere ich die Street View-Funktion und fahre den Track schrittweise ab. In regelmäßigen Abständen erstelle ich einen PUI und weise ihm die Kategorie MP4 zu. Entlang des Tracks gibt es jetzt viele PUIs, die wir für die Slideshow im virtuellen Cockpit verwenden können. Wir öffnen die Videooption und fügen einige Fotos unserer Tour hinzu. Diese werden in regelmäßigen Abständen im linken Bereich des Cockpits abgespielt. Dann klicken wir bei der Liste der PUIs auf den Button mit der Lupe. Es werden nun PUIs des aktuellen Tracks gesucht, die ein Foto oder einen Screenshot haben. Wir stellen Kartenmaterial, Logo, Strichbreite, Deckkraft und Geschwindigkeit so ein, wie es uns gefällt. Innerhalb des Dialoges wird die ungefähre Spieldauer der Animation angezeigt. Beim Videoschnitt können wir dieses Tempo später noch variieren. Jetzt starten wir mit der Erstellung der Animation und holen uns einen Kaffee. Nachdem der Kaffee getrunken ist, hat FFmpeg auch schon eine MP4-Datei gerendert, die wir uns nun anschauen und exportieren können. Hier sehen wir das fertige Ergebnis. Diesen Clip kann man beim Videoschnitt nun beliebig mit Sequenzen anreichern, die man unterwegs gefilmt hat. Wie das funktioniert, sehen wir hier. Unsere Animation ist nun mit Musik unterlegt und ich habe einige Videosequenzen ergänzt. Hier ist das fertige Ergebnis.
dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo sehr freuen. Wenn du auch die kleine Glocke anklickst, wirst du benachrichtigt, sobald es ein neues Video gibt. Herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis bald.